lieben YouTuber, ja, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Leute, ich bin gerade in Bückeburg angekommen. Wie gesagt, heute ist Samstag, der 20. Juli 2019. Und ja, Leute, wir haben heute richtig schlimmes Wetter irgendwie. Es ist total dunkel, die haben auch Gewitter gemeldet und ich bin gerade hier angekommen. Der Himmel ist fast schwarz, es kommen leise Tropfen runter. Ich hoffe irgendwie noch, dass es wegzieht. Aber ja, drückt mir einfach die Daumen, dass das Wetter sich heute noch irgendwie hält und es nicht allzu viel regnet. Ja, und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Video und bis gleich. So, meine Lieben, ich war ja eben auf dem Weg zum Eingang bzw. Einlass vom MPS und da habt ihr ja gesehen, es war Sonnensturm und auf einmal war alles schwarz und dunkel und hier war auch schlimmstes Gewitter. Ja, auf jeden Fall, ihr seht, jetzt scheint inzwischen die Sonne, das hat auch einen Grund. Ich war dann ja auf dem Weg eigentlich zum Einlass und dann haben die lieben Leutchen vom Heerlager mir dann schon gesagt, dass der Platz evakuiert worden ist, dass es hier echt schwere Sturmwarnungen gegeben hat in Bückeburg und ich habe eigentlich schon gedacht, okay, jetzt kannst du das Ganze abhaken, aber ist nicht so. Wir sollten uns dann erstmal im Auto oder beziehungsweise in den Zelten aufhalten, aber ja, ich habe dann erstmal im Auto gesessen, bin jetzt wieder zurück, also es ist weggezogen, das Unwetter, wir haben jetzt wieder Sonnenschein und jetzt ist es zwar schon abends, es ist jetzt sehr viel Zeit vergangen, aber ja, die ganzen Leute gehen jetzt langsam auch wieder auf den Platz, wir dürfen also wieder drauf, hoffe ich, es sieht auf jeden Fall so aus und ja, ich hoffe einfach noch auf einen schönen Abend hier auf dem MPS und ja, dann einfach bis gleich und viel Spaß mit meinem Video.
Wir gehen jetzt heute wieder ins Mausoleum und ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass du da einfach so rein kannst. Und schön, dass da heute über den Platz gegangen und zwischendurch kommen mal ein paar Regentropfen runter, aber es ist eigentlich ganz okay jetzt das Wetter und es ist auch richtig viel los hier. Ich habe eben Obelix getroffen, wir haben echt coole Fotos gemacht, total süß und ja, war auf jeden Fall mega und ich gehe jetzt auf jeden Fall von dem großen Gelände einmal runter hier wieder ins Piratenparadies und dann gucken wir mal, wer da noch so ist. Aber es ist echt heute wieder ein richtig wunderschöner Tag hier auf dem MPS. Und ja. Hier nach hinten gegangen, weil es fängt jetzt doch auf einmal plötzlich doll an zu regnen und alle Leute flüchten irgendwie unter die Bäume oder unter die Zelte. Und ja, also Leute, dieses Wochenende habe ich echt kein Glück mit Bückeburg und ich bin jetzt schon seit Jahren hier. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass wir mal so schlechtes Wetter hatten wie heute, was echt total schade ist. Aber ja, auf jeden Fall, bis gleich. Meine Lieben, das war mein Besuch heute auf dem MPS in Bückeburg am Samstag, den 20. Juli 2019. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Eindrücke gefallen haben und mein Video, dass ihr Freude daran hattet. Und ihr seht, Leute, es regnet. Wir haben immer noch schlechtes Wetter, aber ja, jetzt geht's langsam nach Hause und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.